Auf den meisten Tasteninstrumenten gibt es sehr viele Tasten. Damit man den Überblick nicht verliert, sind sie regelmäßig angeordnet. Die Anordnung, die du dir merken solltest, ist folgende. Hier ist der Ton C. Weiter oben befindet sich wieder ein Ton C, allerdings eine Oktave höher. Dazwischen liegen fünf schwarze und sechs weiße Tasten. Die schwarzen sind so angeordnet, dass es immer Zweier- und Dreierpäckchen sind. So kannst du dich auf den vielen Tasten zurechtfinden. Auf den weißen Tasten befinden sich die Töne C, D, E, F, G, A, H und wieder C. Versuche dir diese Reihenfolge zu merken.